Guten Abend, ich begrüße euch zur späten Stunde. Der Letzte ist aber der, was das Ganze noch mobilisiert. Aber für mich passt das Abend rein, ins Räuchern rein, in die Energie von Wald rein. Also das passt mir persönlich gut. Freut mich, dass so viele noch da sind. Ein paar haben heim müssen die Enten rein tun und einer hat heim müssen einen Hasen fordern. Aber die kommen morgen Mittag. Gut, um was geht es heute? Ich werde euch ein bisschen erzählen, wer ich bin, wo ich herkomme, wo ich lebe. Vielleicht auch, warum ich da stehe. Das ist für mich jetzt nicht so selbstverständlich. Ich werde euch ein bisschen was erzählen über den Kontakt mit der Natur. Wie komme ich in Kontakt? Einen Wald rausgehen, einen Baum umarmen, das ist irgendwo ein bisschen wenig. Das funktioniert noch nicht so ganz, da gibt es ein bisschen mehr noch dazu. Das ganze Spektrum ein bisschen von den Pflanzen. Und zuletzt sage ich euch noch mal einen Platz im Wald, wo es mich die Leute auch besuchen und mit denen der Waldführungen mache, bis hin zu Schamanische, bis zu den Schwitzhütten. Das da oben, die eine Seite ist meine höhere Macht, die ist ausgebildete Kräuterpädagogin und die lebt mit mir da oben auf dem Berg. Auf dem Berg heißt in Tirol, auf dem Bergbauernhof, auf ist ein Einzelhof, ein typischer Einzelhof, der darf 800 Meter rund um und um, darf kein bewohntes Gebäude sein. Und bei mir ist es ein bisschen weiter. Wenn man die Nachbarn trifft, dann hat man Mords Freude, weil man sieht sie ja nicht, man trifft sie ja nicht immer. Also von daher ist es ein einsames Wohnen am Berg. Mit allen Vorteilen und mit allen Nachteilen. Ja. Ein bisschen weiter herunten noch. Ja, es wird eine schöne Aussicht da, die Gegend umherum. Ja. Also mit Vor- und Nachteilen. Du bist nicht allein, wenn du Hilfe brauchst. Du musst im Winter schauen, wie du oben und aufkommst. Aber man lebt irgendwo anders. Ich bin Biobauer und zwar, da waren wir noch die Spinner da, die Aussteiger da, die Extravaganten. Mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Ich tue Milch liefern nach Walchsee. Wir liefern da zurück zum Ursprungprodukt, also die höchste Stufe von Bio. Also ich darf Gott sei Dank auch das leben, das was euch ich erzähle. Also das lebe ich einfach. Ja. Ich erzähle euch da nicht irgendwas, sondern das ist einfach mein Leben. Da oben bin ich geboren vor 54 Jahren, an der Guten Kammer, heißt man das bei uns. Da stirbt man, da wird man geboren und da ist man krank. Damit das Ganze funktioniert in den Zimmer drin, ist auch immer schon geräuchert worden. Also man tut immer räuchern, auch für reinigen, für da, dass du wirklich lebst und dass die Bakterien nicht drin sind. Also das war auf dem Hof immer schon präsent. Es hat auch immer schon die Kräuterweihe gegeben. Also alles die Dinge hat man als Bauer natürlich auch mitgekriegt. Man ist jeden Tag in die Schule runter. Hin ist man so eine Dreiviertelstunde gegangen und heim. Ja, je nachdem, was daheim war, für Arbeit gewesen ist. Hat man Arbeit nicht gern tun, dann hat man länger gebraucht. Hat es was Gutes zu essen gegeben und das hat man gewusst, dann ist man schneller daheim gewesen. Der Schulweg ist von Haus bis zur Schule war immer Wald. Also durch den ganzen Wald runter. Da ist natürlich das Erlebnis, Schulweg schon ja, mehr wert gewesen, als wäre die Schule an und für sich selber. Also in die Schule bin ich nicht gern gegangen. Das ist vielleicht nicht so den. Danke. Da habe ich einen Samen von der Tanne gehabt da drin. Das ist von heuer der Samen von der Tanne. Der hat einen bestimmten Geruch und das hat der Baum auch. Und die Gerüche, die erkennt man, wenn man in den Wald geht, man riecht immer was. Entweder erdig, pflanzlich oder von den Bäumen, die Blüten, im Herbst jetzt das Laub. Und die Gerüche, die prägen auch Menschen. Und die Gerüche wahrnehmen, ist schon mal der erste Schritt, der Kontakt zur Natur. Der Riechkolben ist auch das Organ, was eigentlich bei uns viel steuert. Da riecht man was gut, ist man gut aufgelegt. Da riecht was unangenehm, dann rümpft man schon die Nase. Der Geruch ist natürlich auch bei uns Menschen auch. Die haben Menschen, kann man gut riechen und die haben muss jetzt nicht unbedingt kommen. Also da auch wieder das ganze Spektrum. Vielleicht noch zu meiner Lebensweise noch zurück. Beruflich bin ich Förster, bei euch so wie der Förster im Fernsehen, für alles zuständig. Für die ganzen Generationsprobleme, was es so gibt in den Familien, auf die Bauernhöfe, bei den Waldbesitzer, bis hin zur Familientragödien und bis auch hin zur wirklich Beratung, vom Technischen, aber eben auch die Förderschiene. Also alles, was mit Baum zu tun hat, ob es im Garten ist oder im Wald ist, ist immer mein
Platz, wo die Anlaufstelle ist. Angestellt bin ich von der Gemeinde, vom Tourismus, vom Schutzwald, von der Lawinenverbauung, also alles, das ganze Spektrum. Jeder haut da ein bisschen Geld in den Topf und letztendlich hört noch ich das, was mir zusteht. Also, ja, umschaffen muss ich mir selber. Ich muss einfach das ganze Gebiet betreuen, ich muss schauen, dass das in Ordnung ist und habe immer mit Natur zu tun. Und das hat meine Lebensweise auch geprägt. Und dass ich heute da stehe, das hängt mit dem zusammen, dass ich einmal eine schlechte Zeit durchwandert habe. Also mein Leben ist irgendwo einmal so weit gewesen, dass ich da oben nicht mehr sein wollte, dass ich da abhauen wollte, dass ich einen Hut aufhauen wollte, dass man einfach nicht mehr taugt hat. Irgendwo in so eine Lebenskrise reingeschlittert. Und da drin habe ich mich wieder besinnt, was ich als Kind so geschätzt habe. Den Wald und den Spaziergang durch den Wald.